Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur Sims 4 Doppelhaus Challenge. Und die 1 funktioniert schon wieder nicht, aber jetzt. Ich war mal so frei und habe jetzt den Welpen Amun. Labrador, nee Quatsch, Golden Retriever Welpe. Die sehen irgendwie ein bisschen hässlich aus, die Golden Retriever Welpen, muss ich gestehen. Da. Naja, also Schönheit ist was anderes. Aber wenn die dann erstmal erwachsen sind, dann sehen die schöner aus. Und er hat endlich seinen Hund, den er haben wollte. Was ist jetzt hier? Braucht Vergnügen. Gute alte Zeit. Zusammenhalt. Okay. Du darfst dann jetzt mal für Amun das Fressding füllen. Und dann darfst du ihm die Freundschaft anbieten und ihn streicheln. Ja. Wir machen schon mal Simstagram-Tier. Hat Danik gerade Zeit? Danik hat Zeit. Geh mal hier hin. Gott, keiner mag mich. Keiner wird mich jemals mögen. Okay, wir wollen ja Empathie verbessern, ne? Okay. Wie sieht's denn bei ihm jetzt mal aus hier? Empathie geht. Und Manieren müssen wir jetzt noch hochbringen. So, erstmal darfst du aufräumen und den Tisch decken. Nee, halt, wir wollten ja erstmal ein Foto machen. Okay, geh mal hier hin. Hallo? Er ist schon hier. Geh mal hier hin. Was hat er denn jetzt? Okay, der Hund möchte wohl nicht. Jetzt haben wir ein richtig schönes Foto von Isaiah. Wir kommen nicht weiter nach unten, verdammt. Machst du denn? Mach noch mal ein Foto. Toll. Den perfekten Winkel haben wir. Umarmen, geht das? Nein, es war zu früh. Er guckt auch sehr geil, ne? Schön. Nein, 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 nein. Jetzt setzt er den wieder ab, oder? Scheiße. Also Sims funktioniert wieder wunderbar. Okay, weißt du was? Du gehst jetzt wieder ehrenamtlich arbeiten. Manierenbraucher. Mach Kuchenverkauf. So. Freundlich. Leckerchen geben, ist ganz wichtig. Freundlich kennenlernen. Reden. Und streicheln. Du machst mal Simstagram-Tier. Wow. Nee, das sieht nicht gut aus. Wir müssen warten, bis der Hund woanders steht. Jetzt haben wir das Problem, dass das wieder nicht die Gemälde von den Typen sind. So, was hat er jetzt hier? Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, das war, wo die sich umarmt hatten, genau. Das packen wir jetzt mal ins Schlafzimmer. So.
Dann darfst du mal das Klo benutzen und nachdenklich duschen und hier das Gemälde malen. Sind immer noch beim Montag, das ist der dritte Part, ey, holy shit. So. Dann bitten wir ihn mal, das Geschäft zu erledigen. Handy-App programmieren über Familienmitglieder. Nein, brauchst du nicht. So, Danik, ich hoffe, du kriegst das jetzt hin. So, du wirst auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Du darfst mal aufräumen. Dann darfst du das weglegen und das weglegen, weil dann kriegst du nämlich gleich schon Manieren. Oh nein, der Hund hat Angst. Mensch, wir haben echt wohl erzogenen Jungen. Der da rumsteht und wartet. Wow. Alter. Jo, ist das geil, ey. Zieht euch das mal rein. Ey, ich wollte doch. Oh Mann. Der Kuchenverkauf kommt nicht in die Gänge und der Koordinator ist verschwunden. Die Backwaren sind noch nicht auf den Tischen. Die Leute stehen nicht ordentlich in der Schlange und die Freiwilligen haben keine Anweisung erhalten. Was soll Danik tun? Wir übernehmen die Verantwortung. Hat Verantwortung und Logik erhalten. Wow, toll. Danik übernahm die Verantwortung für den Kuchenverkauf und alles lief glatt. Genau, alles lief glatt. Die Backwaren wurden ausgestellt, die Freiwilligen erhielten klare Anweisungen und ein neues Warteschlangensystem wurde eingeführt, welches das Schlangestehen auf der ganzen Welt revolutionierte. Wow, herzlichen Glückwunsch. Ich finde geil, mit was für einem Berg Teller der hier durch die Gegend marschiert. Ey, jetzt wird's noch geiler. Kommt noch eins? Ich muss mir das mal angucken, Alter. Das sieht so gut aus. Oh Scheiße, ist der Berg groß geworden. Oh nein. Aber er kann ja alles in den Geschirrspüler tun. Da hat er ja Glück gehabt. So, sie macht jetzt die Handy-App. Danik hat schon mal die Logikfähigkeit erworben. Ist ja schon mal nicht schlecht. So kurz bevor man erwachsen wird, dass man anfängt, logisch zu denken. Nicht, dass er das vorher bestimmt schon getan hat, wenn er voll der einsame Musterschüler ist. Ach so, und den Tisch decken kannst du dann auch noch. Oder haben wir dir schon aufgetragen? Nee, ne? Gut. Dann darfst du den Müll leeren. Das gibt alles nur Verantwortung und Manieren gibt das. Ein Schulprojekt hat ja der Gute auch, ne? Müssen wir mal gucken, wo wir das hinstellen. Hier, oder? Nee, wir stellen es mitten ins Zimmer. Nee, draußen. Wir stellen es draußen hin. Moment. Vor die Bar. So. Dann darfst du das aufräumen. Aufräumen. Und du beendest jetzt am besten mal diese Gruppenversammlung hier. Versammlung enden. Okay, Danik ist zurück. Und ihm fehlen noch Manieren. Das ist natürlich nicht so geil. Wir schicken ihn nochmal los. Der hat bestimmt voll Bock da drauf. Aber erstmal sollte er meditieren. Und was trinken. So, mach mal. Meditation. Amun ist treu. Er trottet hier so lang. Wir haben hier extra so ein fettes Plätzchen für ihn eingerichtet. So mit Zeitung darunter. Oh, wie süß er da liegt. Oh. Instagram-Tier. Muss mal ganz kurz. Toll. Aber hier ist das Fenster im Weg. Ey, wir können kein süßes Bild von diesem Hund machen, ne? Das ist unmöglich.
Lieber hier hin. Nein, jetzt rennt der Hund weg. Vielleicht können wir jetzt ein Simstagram-Bild machen. Oh, ist das süß. Ist das gut? Sind noch andere süße Winkel? Wir nehmen den jetzt. Du gehst wieder zur freiwilligen Arbeit. Manieren. Vielleicht kriegen wir dieses Altersheim-Ding nochmal. Okay, ich wollte jetzt mal hier ein bisschen was von den Kindern noch hinhängen. So. Dann haben wir noch was von Aya. Den Hund. Hänge ich jetzt auch erstmal hier hin. Dann haben wir Emilias. Ich weiß gar nicht, was wir noch alles fotografiert haben. Da ist dieser scheiß Zwerg schon wieder. Okay. Jetzt haben wir aber alle, oder? Ja. Rahmen. 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 Und noch ein Rahmen. So. Jetzt brauchen wir eine neue Fotostation für den Hund. Fangen wir doch mal hier an. Dass wir dem Hund da erstmal anfangen, so eine Wand zu widmen. Ich meine, hier haben wir ja schon die Katzen, unsere ersten beiden. Ne, unsere ersten beiden. Ey, ich bin schon ein bisschen durch. So. Ey, du Trottel, du sollst hier schlafen gehen. Endlich, meine Herren. So, ich werde dieses Bett jetzt hier entfernen. Und ich werde jetzt den PC hier oben hinstellen. So, das Ding machen wir schwarz. Entfernen den Stuhl. Werden noch so einen Stuhl hier hinstellen. Wobei, wir machen das noch anders. Stell mal den Kamin hier hin. Das passt perfekt, oder? Dann haben wir hier die nächste Arbeiterstation. Dann ist das ja echt gut. Hier sind nochmal zwei Katzenbilder. Eigentlich müssen wir das A ja noch mitgeben. Aber ich lasse es jetzt mal hier hängen. So. So, du kannst ja mal den Hund beflauschen. So, reden, loben, Freundschaft anbieten, streicheln. Leckerchen. Er wird ja die normale Tür auch benutzen, oder? Ein älterer Sim fragt Danik, ob er ein paar Lieder aus seiner Jugendzeit hören möchte. Alte Lieder hören. Zur Überraschung von Danik setzte sich der ältere Sim ans Klavier und spielte ein paar Lieder. Die Lieder waren schön und der ältere Sim brachte Danik einige Dinge über das Klavierspielen bei. Hat Manieren und Klavierfähigkeit. Oh, perfekt. Geil. Klavierlevel 2 auch noch. Hammer. Freundschaft mit dem Hund. Sehr schön. Ja. Der ist aber auch süß, der Doggy. So. Jetzt mal aufs Klo. Nachdenklich duschen. Und wir setzen uns hier hin und spielen Blickblock. So, du pennst und du pennst auch, ne? Perfekt. Ja, dann warten wir jetzt immer auf Danik oder noch auf Danik. Ja, mal gucken, ne?
Hoffentlich hat er genug Manieren. Wir müssen nämlich die Geburtstagsfeier noch machen. Für Danik und Chihiro. Scheiße, ich werde älter. Nein. Spaß ist jenseits von sonst was. Nein, er hat immer noch nicht genug Manieren. Was soll das denn? Okay, Tisch decken. Mach mal. Müll leeren. Kannst du noch irgendwas machen? Du kannst ja auch nichts putzen oder so, ne? Die Blumen, ja, das macht der Gärtner erstmal. Scheiße, ey. Ich will doch nur die Manieren haben. Angespannt. Setz dich mal hier hin. Spiel mal ein Spiel. Nicht dein Ernst, ne? Du setzt dich jetzt nicht da dran. Und dann laberst du mit ihr und machst ihr Komplimente. Bewunderung aus. Was kannst du doch nebenbei machen, oder? Dein Ernst? Sie ist jetzt zu weit weg, oder was? Scheiße. Okay, dann. Spaß ist wieder da. Okay, dann hör mal auf. Tag verschönern. Kompliment machen. Mal Kompliment machen. Bewunderung ausdrücken. Tag verschönern. Kompliment. Jengs nicht. So. Da kriegt er Manieren. Kompliment übers Outfit. Schmeicheln. Jengs nicht. Kompliment über Outfit. Sei doch nicht so schnell, Alter. Kompliment über Outfit. Warte mal, Digga. Ey, du bist mir zu schnell. Nee, nicht du, du. Schmeicheln. Schmeicheln. Bewunderung ausdrücken. Freundlich. Kompliment über Outfit machen. Oh, die Manieren, die steigen dadurch. Das ist gut. Mich jetzt verarschen. Du wirst doch wohl hier. Nochmal Kompliment über Outfit. Schmeicheln. Langweilt, oh. Bitten, das Geschäft zu erledigen. Na, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Dann servieren wir mal Frühstück, Pfannkuchen. Ach, er macht schon. Okay, dann ist ja gut. Scheiße, dunkle Meditation. Nimm dir einen Urlaubstag in der Schule. Du nimmst dir einen Urlaubstag Technikguru. Du nimmst dir einen Urlaubstag Schule. Kommst hier runter. Du gehst hier duschen und alles. Musst du es zur Arbeit? Ja, ne? In 3 Stunden. Du nimmst ja auch mal einen Urlaubstag. So. Tag verschönern. Ja, dann räumen das jetzt halt alles ab. Auf zu labern. Brauche ich ja 2 Kuchen sogar, ne? Spin egg.
Komm, das wird doch jetzt wohl für den scheiß Dings hier ausreichen, für Manieren. Oh, ich glaub's nicht, ich glaub's nicht. Zuspruch geben. Kannst du ihm Kompliment machen? Tag verschönern. Dann nimm du dir mal ein Gericht. Und du nimmst dir hier auch ein Gericht. Oh, ich habe eine Idee. Du wirst das mal aufräumen. Hör auf, mit ihm zu labern. Räum auf. Digga. Räum's auf jetzt. Weglegen. Müll leeren. So, dann verdorbenes Essen aussortieren. Müsst ihr wohl hinkriegen, oder? Oh, unwohl. Komm, ein so ein Ding noch. Dann darfst du mal einen Kuchen machen. Und zwar einen Schokokuchen. Und wir lassen jetzt die drei Sims altern. Also Emilias wird jetzt mit altern. So, dann darfst du mal schnell duschen. Tischdecken mit Party-Location. Und zwar Burgunderrot. Du, dir fällt Spaß. Dann guck doch mal den Kinderkanal. Das verkaufen wir. Oh. Simstagram-Tier, Simstagram-Tier da. Nein, er hat den Ball weggelegt. Oh nee. Ja, blöd. Die Gikon, sehr schön. Können wir auch gleich machen. Aber du Nuss, ey. Setz den Kuchen jetzt fort. Oh, Erdmanieren, schön. Dann kannst du das auch mal abräumen. Jahre später, ey. Party Location Burgunder. Öffnen. Du kannst schon mal einen Frosch züchten, ganz schnell. Das haben wir hier. Muss ich gerade mal gucken. Ach, er. Wie er hier. Ist auch geil. So, Rahmen hinzufügen. Kommt der Schokokuchen einmal hier hin, dann darfst du Geburtstagskerzen hinzufügen. Swinkey, Sarif, Farina, Borb. Lieg's mal hier hin als Fledermaus. So, und jetzt darfst du sich etwas wünschen. Jetzt wird Danik älter. Er bekommt Manieren, Empathie und Verantwortung. Und bei dem anderen, ey, keine Chance. Eine Party, eine Party. Was macht er denn? Ja, mitfühlen, gute Manieren und verantwortlich. So, kreativ, Perfektionist, Grübler. Dann was denn zu ihm noch? Ich bin am Überlegen. Bücherwurm? Nee, Bücherwurm passt nicht. Er wird auch ein Genie. Okay.
Darfst du Geburtstagskerze hinzufügen? Outfit darfst du ändern. Dann darfst du sich etwas wünschen. Leander hat sogar ein Geschenk für uns geschickt. Ach du Scheiße. Nein, ich werd alt. Ich werd zum Senior. Oh no. Oh, ich werd alt. Ich werde alt. Luis Emilio hat ein Geschenk, alles klar. So, du darfst auch Geburtstagskerzen hinzufügen. Und darfst dir auch etwas wünschen. Oh, ich bin so alt und ich habe voll die Hängebusen. Bist du jetzt auch alt, bitte? Das Alter, schrumpelige Bäuche, graue Haare und endlose Nickerchen warten. Feier, als stünde der Sensenmann nicht gleich um die Ecke. Herz mit dem Rücken, geil. So, ihr könnt euch ja mal alle umarmen oder so. Kompliment übers Outfit. Tag verschönern. Nach Tag fragen. Du musst erstmal ein Nickerchen machen. Ja, nee, ist klar. Im Urlaub. Lass mal aufs Klo gehen. Mal schnell duschen und dann schlafen. Wie sieht's bei dir aus? Macht Isaiah jetzt? Er spielt Schach. Okay, mitspielen. Wobei, du kannst ja spielen mit Danik. Dann spielt mal schön Schach, meine beiden. Könnt euch an den beiden mal unterhalten. Tag verschönern. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Sich für Klaviersonaten begeistern. Er möchte ja noch Klavier lernen, das dürfen wir ja nicht vergessen. Was passiert? Geht ins Bett. Mann, wir sind so alt und so. Dann kannst du dir ein Stück vom Schokokuchen nehmen. Am Mund streicheln. Wir geben ihm was vom Kuchen ab, wir sind nett. Isaiah und Danik sind soeben Freunde geworden. Nicht, dass sie vorher Geschwister waren. Bewunderung ausdrücken. Familienrat geben. Von über Logikrätsel. Ja. Wie schön, die Geschwister. Okay, dann gehst du mal aufs Klo und nachdenklich duschen. Und du darfst dann das weitermalen. Haben wir ihm jemals ein surrealistisches Gemälde aufgetragen? Ich glaube nicht. So, drei Schachspiele spielen tut er ja schon mal. So, hör mal auf, Schach zu spielen. So, spielen mit Danik. Und dann kriegst du nämlich vielleicht deine Dings hier hin. Und wenn er zum Teenager wird, verwandeln wir ihn. Oder vielleicht erst später. Na, wobei, Teenager geht noch. Da können wir ihn noch gut verwandeln. Er könnte dann ja sogar in das Zimmer hier unten ziehen. Und bald werden die ja auch nicht mehr sein. Doof gesagt. Dann können wir ja mal schauen, dass wir so ein Hobbyzimmer oder so noch einrichten. So, wie lange dauert dieses Schachspiel jetzt hier noch? Meine Güte. So. Wie ist denn dein Gemälde da unten? Ach, diese coole Pflanze. Die werden wir auf jeden Fall auch mal aufhängen. So, 100 Stunden am Computer verbringen. Ja, da sind wir ja fast bei, ne? Das ist hier schon wieder so Sachen. Verkaufen mal einen. Züchten noch mal einen.
Ich denke mal, jetzt wird es in-game ein bisschen schneller gehen. Wie sieht es hier aus? Hier sieht es gut aus. Warte mal, der Hund muss jetzt ja irgendwo hingekackt haben, oder? Ah, wir haben eine Putzfrau, die alles macht. Das ist ja gut. Oh, du bist so ein echt gemeiner Bruder, Daniel. Ganz ehrlich. Guck mal da. Oh, ich tausche mal schnell was. Oh. Dann hoffe ich, dass die jetzt gleich mal fertig Schach gespielt haben. Auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.